Ja, also ganz herzlich willkommen, liebe Leute, liebes zahlreiche Publikum. Naja, hier sind es jetzt nicht ganz so viele, aber natürlich im Internet oder durch die Aufnahme werden ja die großen Massen voll erreicht und werden natürlich mit Begeisterung dann abfahren auf diesen Film vom alternativen Gottesdienst und seiner Botschaft. Also zumindest hat das Thema zwischendurch schon mal große Leidenschaft geweckt. Da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Weil ich werde meine Predigt anlehnen an den Kinofilm, den es mal gab. Die letzte Versuchung Christi mit dem Regisseur Martin Scorsese. Damit ihr auch wirklich da ein künstlerisches Niveau habt hier der Predigt und euch nicht vernachlässigt fühlt. Also dass das wirklich auch dem Anspruch der geneigten akademischen oder medienkundigen Zuschauerschaft entsprechen kann. Ja, und ich leite es mal so ein. Ich möchte, dass das schön locker ist. Also Jesus hat das auch immer so gewollt, dass die Menschen einfach locker zusammenkommen. Er hat gesagt ja auch, es kommt nicht auf irgendwelche Zeremonien an oder darauf, dass Leute da wie damals die Pharisäer irgendeinen anspruchsvollen Kult um sich gemacht haben oder irgendwas, sondern er wollte, dass das alles so Freunde sind, liebevoll verbundene Freunde, auch er mit seinen Jüngern, und hat gesagt dann eben, auch wenn er tot ist, wenn zwei oder drei in seinem Namen beisammen sind, dann ist er mitten unter ihnen. Da stellt sich natürlich die Frage, wo sind wirklich Menschen in seinem Namen beisammen? Heute am Weihnachtsabend werden an vielen Stellen jetzt in der Welt Leute zusammensitzen. Und die werden den Anspruch erheben, sie sitzen da im Namen Jesu. Aber das ist eine Frage. Und er hat selbst schon darauf hingewiesen und hat gesagt, seid vorsichtig. Es wird viele Versucher und Versuchungen geben, die in seinem Namen auftreten, die sogar eventuell Wunder vollbringen und sind doch die Verkehrten. Das heißt, diese Frage, was ist wirklich Jesus, was ist seine Botschaft, was sind die Menschen, die in seinem Namen zusammenkommen, die möchte ich heute in meiner Weihnachtspredigt etwas beleuchten, damit wir da an diesem entscheidenden Punkt nicht in die Irre gehen und haben vielleicht am Ende im falschen Café oder falschen Restaurant gesessen oder die falschen Pappkekse gegessen oder die falschen sogenannten Sakramente draufgesprüht bekommen oder wie auch immer. Also damit wir nicht im entscheidenden Sinne verkehrt liegen. Ja, ich sitze hier in einem Kostüm, da kann ich vielleicht noch zu sagen, was hat das für einen Sinn? Ist der Öffi jetzt völlig verkitscht oder sowas hier? Mit sein Kostüm alleine reicht ja eigentlich schon, um ihn als einen Kostümkasper so zu betrachten. Und dann setzt er sich noch eine Weihnachtsmütze auf und ein Engelsflügel und ein Elchgeweih. Also ich bin der Ansicht, dass man sehr volksnah sein kann. Auch das, was Kindern schon Spaß machen kann. Jesus war nicht für Anzug und Krawatte. Jesus war nicht für irgendwelche Gewänder von Amtsträgern oder Professoren. Also da bin ich ziemlich sicher. Aber für eine Show, die Kinderherzen erfreut und etwas, was mit seiner Kitschigkeit vielleicht sogar die einfachsten Menschen, bunte Bilderchen vor die Augen stellt, ich glaube nicht, dass er da sehr ablehnend gegen so etwas wäre. Und das verbindet sich natürlich schon, also mein übliches Kostüm, ist das Aussteigerkostüm. Jemand, der sich aus einfachsten Wolldecken was selbst zurechtknibbelt, weil dann kann man auf einfachste, billigste, selbstversorgendste, unabhängigste Art sich kleiden und sich nicht in falsche Abhängigkeit begeben. Also, dass man dafür vor irgendeinem Herrscher kuschen muss oder vor irgendwelchen Wirtschaftsinstanzen, Geschäften oder Kapitalisten, die mit Geldabgabe noch bedienen muss. Muss man alles gar nicht. Kann man irgendwie selber machen oder findet es im Müll oder lässt es sich schenken. Das reine Aussteigergewand. So, dann die Weihnachtsmütze. Ein Schenker ist im Grunde genommen ein ganzjähriger Weihnachtsmann.
Weil wenn wir uns das genau überlegen, was ist denn Weihnachten? Die meisten Menschen heute verlieren sogar immer mehr den Bezug zu Jesus dabei. Übrig bleibt, es ist scheinbar das höchste Fest, das größte Fest zumindest. Für einen Christen könnte Ostern noch wichtiger sein als Weihnachten vielleicht, aber für die meisten Menschen ist Weihnachten halt das Event, das Festevent, überall, weltweit. Sogar Leute aus anderen Religionen konsumieren dann Weihnachten. Also ist ein Bestseller, ein totaler Bestseller. Und auch wenn man nicht mehr so viel Jesus damit verbindet, was ist denn trotzdem der Inhalt noch? Für einige auch Familienfest, aber es ist schon im Bewusstsein, Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Schenkens. Und das, was der Weihnachtsmann oder das Christkind nur an einer Stelle des Jahres macht, an einem Tag des Jahres, das macht ein Schenker das ganze Jahr, jeden Tag. Der schenkt nur und nimmt nur Geschenke. Also Weihnachten und Weihnachtsmenschen da sein, ganzes Jahr. Könnt ihr alle auch haben, ne? Also wir suchen ja noch Mitmachende als Schenker. Ihr könnt das ganze Jahr der volle Weihnachtsmann sein. Ja. Dann hat der Öff noch dazu ein Elchsgeweih auf. Ich meine, der Weihnachtsmann fährt normalerweise auf einem Schlitten und da sind die Elche vorgespannt, die kommen aber erheblich zu kurz. Ne? Also wo kommen die Elche in der Weihnachtsbotschaft mit vor? Welche Bedeutung haben sie? Wo werden sie berücksichtigt? Wo werden sie angemessen gewürdigt? Also bei Öff schon, weil Schenkerbewegung und gerade auch meine Familie, der ich hier jetzt mal aus der Ferne auch einen lieben Gruß und Dank schicke für ihr Mitwirken daran, dass ich so weihnachtsmännische Dinge machen kann. Wir sind der Ansicht, dass die Lösung, die harmonische Lösung für die Welt, das ist die Lebensfamilie oder Lebewesenfamilie, wo man alle, auch die Tiere, mit als Teil der großen Familie des Lebens annimmt. Und zwar ernst gemeint. Ich komme später noch drauf, oder ich sage jetzt schon mal, Jesus war ja so eine Skandalnudel damals vor 2000 Jahren, hat Dinge gesagt, die alle vor den Kopf gestoßen haben. Also die Pharisäer, die Herrschenden, die Geschäftsleute. Ja, die Geschäftsleute auch. Er hat sie zum Beispiel aus dem Tempel rausgeschmissen. Er hat da ihre Geldwechsler und Verkaufsstände umgeschmissen und hat gesagt, das ist ein Gegensatz hier. Ein Haus des Gebetes und ein Haus des Kommerzes. Ne? Und hat sich da sehr stark auch da unbeliebt gemacht. Dieser Jesus, der da überall mit angeeckt ist, mit seinen Botschaften, dieser Jesus, der hat eben auch sehr klar gesagt, dass er geschickt wurde, um Ärgernis zu verbreiten. Der ist natürlich doch auch für Harmonie natürlich. Wir wissen alle, Jesus ist ja für Liebe, die Liebe Gottes unter den Menschen und mit den Tieren. Aber er wurde gesandt, um Ärgernis zu verbreiten. Er hatte in seiner Botschaft zum Beispiel auch die Tiere mit drin. Also man denke an die Bergpredigt, wo er sagt, seid wie Lilien auf dem Feld oder seid wie die Vögel des Himmels. Oder eine Stelle, wo er seine Vorstellung von Liebe statt Geld und Kommerz erklärt, ist die von dem liebevollen Hirten. Da sagt er, der Hirte, der bezahlt ist, dem liegt doch nichts an den Schafen wirklich. Der ist doch nicht wegen der Schafe da, wegen seiner Verbundenheit mit der Schafe. Der ist da, weil er bezahlt wird. Und das ist ein Gegensatz zu so liebevoller Verbundenheit, zu Sinn und Liebe als entscheidendem Motiv. Bezahlt werden. Der Professor Franz Hörmann sagt, jeder, der für Geld was macht, ist korrupt. Warum? Weil er es für Geld macht und nicht für Sinn und Liebe. Und sogar wenn jetzt einer sagen würde, aber ich bringe doch die Liebe und den Sinn mit da rein. Ne? Ich kann doch mit Geld und dann füge ich halt die Liebe und den Sinn mit dazu. Ne? Ich habe da mal eine schöne Karikatur gesehen, wo so ein Müllmann da steht und im Müll da so dünstet ganz eklig der Müll. Und er sagt zu seinem Kollegen, ah, ich mach doch das hier nicht fürs Geld, ich mach's für den Sinn. Ja, macht's für den Sinn. Also man könnte ja vielleicht noch meinen, man kann den Sinn vielleicht dann dazufügen. Den Sinn und die Liebe geben wir zu den Geldgeschäften dazu. Warum soll es dann immer noch nicht passen oder immer noch korrupt sein? Weil wenn ich das Geld als entscheidende Grundspielregel mitmache, dann mache ich mit, dass es nicht überall in erster Linie auf Sinn und Liebe ankommen soll. Dann mache ich mit, dass die Grundspielregel von allem ist das Monopoly-Spiel. Ist das Geschacher um die kurzsichtigen Splittervorteile. Und ich kann dann zwar sagen, ja hier an meiner Stelle bringe ich ja jetzt Liebe und Sinn mit rein. Aber ich mache ein System mit, was eine andere Spielregel als Sinn und Liebe zur Grundregel macht. Und deshalb ist jeder korrupt.
der sich dem Geld unterwirft. Ja, und Jesus sagt, was ist der Unterschied zwischen ihm als dem guten Hirten? Ich bin der gute Hirte, ich gehöre zu den Schafen und die Schafe gehören zu mir. An anderer Stelle beschreibt er das als Lebenseinheit, auch mit den Menschen. Ihr seid wie Glieder an meinem Leib, ihr seid wie die Trauben an einer Rebe, Weintrauben, also Lebensverbundenheit. Die anderen Lebewesen, die Menschen und die Tiere, man könnte sie sehen wie andere Glieder, Zellen oder Organe eines großen Lebens zusammenhängen. Und so sagt Jesus dann, der wahre gute Hirte, der macht es nicht für Geld, sondern aus Liebe und Sinn und er gibt sein Leben für seine Schafe. Ob man das immer machen sollte, wenn irgendwelche Schafe da bedroht werden, kann man sogar vielleicht noch in Frage stellen. Aber auf jeden Fall hat er das bezogen auch auf seine Herde, die menschliche Herde, für die er gesandt wurde. Ja, also bei Jesus kommen die Tiere mit vor und er ist angeeckt in allen Richtungen mit seiner Botschaft, dass Sinn und Liebe die entscheidende Verbundenheit, die entscheidende Motivation sein müsste. Nicht nur für ihn, sondern auch in den Systemen, die diese Welt erschaffen. Systeme, wo es nach Gewalt und Herrschaft geht, statt nach Sinn und Liebe, sind der Gegensatz zum Reich Gottes. Und Wirtschaftssysteme, wo irgendwie abgerechnet wird und es nicht als Grundregel, die von Anfang an und überall mit bedacht und mit eingeplant wird, um Sinn und Liebe geht, sind der Gegensatz zum Reich Gottes. Ja, das eben zu den Elchen auch. Hinzu kommt noch natürlich die Engelsflügel. Die Story dazu kann ich auch kurz erzählen. Wie kamen wir hier beim Friedenscamp zu den Engelsflügeln? Also kurzer Hinweis, ne? Das schreiben wir auch dazu, aber es sei auch noch gesagt. Ich sitze hier im vom Anspruch her, vom politisch-idealistischen Anspruch her, aus meiner Sicht wichtigsten Projekt der Welt. Dem Friedenszeltcamp in Berlin. Ein paar Sätze noch. Warum ist das nun das Wichtigste von der Welt? Seit 30 Jahren bemühe ich mich darum, Verantwortungskommunen zu schaffen. Verantwortungskommunen, oder man kann auch sagen Freiheitsreservate. Warum mache ich das als Grundargumentation? Weil nur dieser Rahmen es ermöglicht, verantwortliche Entscheidungsstrukturen zu erschaffen. Die Welt gleicht aus meiner Sicht einem Titanic-Schiff oder einer großen Dampfwalze, wo die Menschen jeweils an den Steuerrudern sitzen. Und das Allerentscheidendste, worum es uns gehen muss, ist es, in die Steuerungszentrale zu kommen und sie auf verantwortlich einzustellen, statt auf Korruption. Alle wissen es, Korruption bestimmt die Welt, kurzsichtige Konsuminteressen, die einzelnen Bürger, kurzsichtige Machtinteressen, die Machtmenschen, kurzsichtige Wirtschaftsinteressen, die Wirtschaftsbosse. Ist wissenschaftlich erforscht, ein Professor Stefan Austmann hat mal bei einer Nachhaltigkeitsveranstaltung in Marburg gesagt, ja, was denkt ihr denn, was der maßgebliche Verantwortungshorizont ist oder Folgenhorizont eines Politikers? Also man hat das so ein bisschen geprüft, ne? Geschaut, woran denken die, wonach gehen die? 4 Jahre, die Wahlperiode. Die Macht zu behalten. Die Machterhaltung als Selbstzweck. Wir leben in einer Zeit der Selbsterhaltung von Organisationen oder Korporationen, denen es nicht mehr um einen weitergehenden guten Sinn geht, sondern Selbsterhaltung von Machtorganismen. So auch bei den Politikern. Und wie sieht es bei den Wirtschaftsleuten aus? Woran denkt der Wirtschaftsboss? Noch kürzer sogar, nach diesen Forschungen wohl, 1 Jahr bis zur nächsten Aktionärsversammlung. Wo darüber entschieden wird wieder. Wer hat jetzt welche Machtposition, kann sie behalten in der Wirtschaft? Wer kriegt welche Boni, welches Geld? Ja, was er nicht gesagt hat ist, wie weit geht der Verantwortungshorizont der Wissenschaftler? Wie weit geht der Verantwortungshorizont der einzelnen Menschen? Aber das wissen wir von anderen Stellen, weil die Psychologie hat das erforscht und hat festgestellt, unter dem Stichwort Post-Conventional Level, könnt ihr alle googeln dann, hat die Wissenschaft festgestellt, dass eigentliche Verantwortungsreife beim Menschen bedeuten müsste, er denkt wirklich kritisch über alles nach, er rennt nicht blind mit,
Er denkt kritisch nach, ob er zum Werkzeug von Unrecht gemacht wird oder ob er verantwortlich lebt oder auch von anderen eingebunden wird in gemeinsames Tun im Sinne der Verantwortung oder ob er missbraucht wird für irgendwelche falschen Zwecke. Also, deshalb heißt das ganze Post-Conventional Level nach den Konventionen, den Gesetzen, den Spielregeln, den Befehlen. Der verantwortliche Mensch rennt nirgends blind mit. Er hinterfragt alles und prüft es auf Verantwortlichkeit. Und grundlegende Maßstäbe, die man dann sich, an denen man nicht vorbeikäme, wären dann sicherlich Folgenverantwortlichkeit. Also kann ich zu den Folgen stehen, den realen Folgen, den möglichen Folgen, weil unterlassene Hilfeleistung auch nicht toll ist. Kann ich zu den Folgen stehen und kann das bestehen vor grundlegendsten Werten, auf die die Menschen sich geeinigt haben. Ich meine jetzt nicht die Glaubenssätze irgendeiner speziellen Religion oder einer politischen oder philosophischen Ideologie. Es gibt ja sowas Schönes wie zum Beispiel die allgemeinen Menschenrechte, wo sich mal, zumindest scheinbar, ne, weil ist ja die Frage, ob Regierung und ihre Vertreter auch Völker vertreten, man kann viele Fragen stellen, aber wo zumindest scheinbar die Völker der Welt sich mal auf eine Grundwertecharta geeinigt haben. Und wie lautet da so schön der erste Satz? Könnte auch da eine Programmbeschreibung von Schenker-Bewegung sein. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Da steht Brüderlichkeit, ich habe Geschwisterlichkeit draus gemacht, weil wir heute ja alle darauf achten wollen, dass da nicht Geschlechterdiskriminierung geschieht. Ja. Also, das wäre der verantwortliche Mensch und die Wissenschaft hat herausgefunden, das gibt es eigentlich bei keinem. Die Menschen denken auch, für kurzsichtige Vorteile, die sie kriegen können, mehr Geld ins Portemonnaie, mehr konsumieren können, von irgendwelchen netten Kumpels oder was weiß ich, der Frau oder dem Chef oder dem Urlaubsbegleiter nett gefunden zu werden. Ja, also die Wissenschaft sagt, es ist nicht nur das Problem mit den Machtmenschen, die an ihre Wiederwahl denken, den Wirtschaftsmenschen, die an die Aktionärsversammlung denken. Die Wissenschaftler denken im Grunde genommen aus meiner Sicht noch viel verantwortungsloser, ne? Aber das überlasse ich jetzt mal einem anderen, da könnte man andere Veranstaltungen mal zu machen. Schon beachtlich, dass die Wissenschaftler sich selbst gar nicht prüfen. Also der Wissenschaftler kommt und beschreibt die Verantwortungshorizonte der anderen Leute, aber die der Wissenschaftler hat er gar nicht mit in der Liste. Da kann man schon alles draus ablesen. Aber jedenfalls, Post-Conventional Level hat so gut wie kein Mensch. Ich werde später darauf kommen, was wäre, wenn Jesus nicht gekommen ist, um von uns missbraucht zu werden, als Helfer und Liebessymbol für unsere kleinen Kumpeleien, sondern für die Gesamtverantwortlichkeit. Was wäre, wenn Jesus nicht gekommen ist, als Verstärkereffekt für unsere kleinen Träume von Familienfest, von Tellerrandexistenz, von wir haben uns lieb auf Kosten der Welt drumherum, die da leiden, auch unter unserem Geld verdienen, zugrunde gehen jetzt in armen Ländern oder die Kinder der Zukunft, deren Existenz gefährdet wird. Was wäre, wenn Jesus nicht gekommen ist als Verstärker für diese kleinen Tellerrand-Glücksdimensionen, sondern wenn er ernsthaft gekommen wäre für den großen Traum? Wir leben für Sinn und Wohl des Ganzen, wir leben für die ganze Menschenfamilie. Nicht die einen auf Kosten der anderen. Schluss damit. Wer denkt so weit? Also jedenfalls, die Wissenschaft sagt, der heutige einzelne Mensch denkt nicht so weit. Die Weihnachten feiern für sich, ohne an das Elend der anderen zu denken, denken nicht so weit. Die Machtmenschen, die ihre Macht erhalten wollen, denken nicht so weit. Die Wirtschaftsbosse, die daran denken, ihre Position zu erhalten und Boni zu bekommen, denken nicht so weit. Die Wissenschaftler, die anderen erforschen, ohne auch nur nicht sich selbst in den Blick zu nehmen, denken nicht so weit. Ja, was wäre, wenn Jesus in diese Welt gekommen wäre, um diesen Traum, an dem alle vorbeileben und an dem jetzt alle vorbeifeiern, in die Welt zu bringen? Was wäre er dann gewesen? Was wäre ihm passiert? Vor allem nehmen wir mal an, er war nicht ein Zauberwundertier, also einen, den Gott aus der Retorte hier da vorne im Reagenzglas extra geschaffen hat, sondern er war ein normaler Mensch. Stellen wir uns vor, er war ein normaler Mensch, der aufgewacht ist für den großen Traum. Und nicht mehr mitgemacht hat bei den kleinen Tellerrandträumen. Wie kann das gehen? Was war er? Wozu ist er gekommen? Was kann er uns geben? Ja, so viel. Ich war bei den Engelsflügeln gewesen, ne? Also
hatte beschreiben wollen, wie sind wir zu den Engelsflügeln auch gekommen, hatte gesagt, dass ich hier im wichtigsten Projekt der Welt bin, hatte dazu ein paar Sätze gesagt. Ich runde das noch ab damit, dass dieses Zeltcamp hier 2020 entstand, also der Anfang davon, von den Querdenkern. Und die Querdenker haben unter anderem, ich nehme das Wichtigste einfach heraus, ich erlaube mir das, nicht nur gegen eine Korruption mit Corona protestieren wollen, sondern insgesamt für die Abschaffung der Korruptionssysteme, für die Schaffung einer korruptionsbefreiten Demokratie. Überall die Gandhi-Sprüche auf den LKWs. Ne? Und das Zeltcamp sollte das bleibende Element dieses Widerstands sein. So nach dem Motto, wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt. Und wir wollen die Lösung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Wir wollen diese Lösung vorleben. Und nicht nur auch der Einzelne macht jetzt wieder seinen ökologischen Fußabdruck ein bisschen kleiner oder irgend so ein Kram. Nein, gemeinschaftlich und systemisch wollen wir die Lösung, die Verantwortungslösung vorleben. Gemeinschaftlich und systemisch. Neue Entscheidungsstrukturen, die verantwortungsfähig sind. Neue Wirtschaftsstrukturen, die verantwortungsfähig sind. Die für den großen Traum da sind. Sinn und Wohl des Ganzen. Wir Menschen haben die Vernunft. Wir müssen sie nicht nur als Erfüllungsgehilfen verwenden für den Vergleich von Einkaufspreisen, Macht- und Wirtschaftsstrategien in diesem kurzsichtigen Sinne. Wir müssen sie nicht verbrauchen, missbrauchen und verbrauchen als Büttel für unsere Splitterinteressen. Sie hat eine andere Größe, eine andere Dimension, eine andere Würde. Wir könnten sagen, die Vernunft ist unsere Vernunftseele. Und sie gibt uns die Möglichkeit, wirklich nach Sinn zu gehen, nach gedachtem Sinn. Und nicht nur um die nächste Ecke sinnvoll und dann kommt wieder ein Willkürmotiv. Nein, prinzipiell nach Sinn gehen, nach vernünftigem Sinn, für alle, fürs Ganze. Ja, also das ist Verantwortlichkeit. Das könnte der Sinn dessen sein, was auch die Querdenker da gewollt haben und wofür das Zeltcamp als bleibendes Element sein sollte, neben den Tagesdemonstrationen. Die Querdenker haben im Oktober, oder die Organisatoren der Querdenker haben dann aufgegeben, weil, wir sind auch hier, wie gesagt, nicht sehr viele, derjenige, der es organisiert hat, hat aufgegeben, hat gesagt, nee, es kommen keine soliden Orga-Leute, mit denen ich hier was machen kann. Es kommen die Chaoten wieder an. Die, die nur Spaßinteressen im Kopf haben, die nur feiern und Party machen wollen, die ihre Bierflaschen rumstehen lassen, die ein Feuer machen verbotenerweise, dass ich hier 5.000 Euro Strafe jetzt zahlen muss. Ich habe die Schnauze sowas von voll. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kann dich bestens verstehen. Die Menschen scheinen so zu sein und nicht nur ein paar Ausnahmen. Nein, die Ausnahmen wären die, die nicht so sind. Aber das Anliegen des Zeltcamps, der große Traum, der verantwortlich werdende Mensch, auch als verantwortlich werdende, korruptionsbefreite Demokratie, dieser Anfang, für den ich seit 30 Jahren versuche, Verantwortungskommunen und Freiheitsreservate zu schaffen, und wo jetzt, auch aus meiner Sicht, in einer entscheidenden Kippzeit der Menschheitsgeschichte, wo sich entscheidet, ob freies Verantwortungsdenken und freie Verantwortungsdemokratie überhaupt möglich sein kann, oder ob es wegkippt, zu einer digitalen Willkürdiktatur, einer digitalen Big Brother-Diktatur, die, wenn sie mit sowas wie Corona in der geschehenen Form arbeitet, schon dadurch zeigt, das ist nicht ehrliche Vernunft, das ist immer noch Willkür und Missbrauch. Ich gehe hier gar nicht näher darauf ein, was man alles über Corona diskutieren kann. Ich sage nur, die Unverhältnismäßigkeiten sind viel zu groß. Also man hätte niemals die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen so beschneiden dürfen, wie Angela Merkel selbst gesagt hat, stärker als seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Man hätte es niemals machen dürfen. Keine Krankheit ist wichtiger als die Freiheit. Man hätte die Menschen mehr einbeziehen und mehr machen müssen. Und auch der Bundespräsident hatte ja gesagt, ja, diese starken Einschnitte jetzt hier bei Corona, dann muss auch die Demokratie viel stärker diskussionsbereit sein als sonst. Und was hat er gemacht? Er hat zwei Randfiguren da irgendwie der Corona-Maßnahmen-Kritiker zu sich ins Schloss Bellevue geholt, mit denen mal so eine halbgare Diskussion geführt. Und dann war es das. Wirklich offene demokratische Diskussion. Nicht nur in extremen Krisensituationen, sondern eigentlich immer. Würde bedeuten, dass man die stärksten Argumente
und die stärksten Argumentevertreter mit an den Tisch lässt. Und das hat man wieder nicht gemacht. Sonst hätten da ein Professor Bhakti, Wodak und was weiß ich, hätten da auch sitzen müssen. Und es hätten Leute wie wir da mit dabei sitzen müssen, die sagen, es geht gar nicht nur darum, wie schlimm die Krankheit ist. Es geht gar nicht drum. Das. Aber ist außer Betrieb, ja? Achso, da hinten über der Brücke und dann am Spreeufer ein Stück entlang, da hinten ist auch noch so ein Kasten. Ja. Über die Brücke rüber und dann links runter und dann an der Seite von diesem Kasten. Da sind zwei normale Toiletten. Ja. Über die Brücke und dann links. Okay. Wir sehen live die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse. Sind ja auch grundlegend. Da sucht also eine Toilette und wir können ihm helfen. Das ist doch auch was wert. Ja, also, das Querdenker-Zeltcamp. Man darf diesen großen Traum nicht enden lassen. Dann habe ich da die Weiterorganisation des Zeltcamps übernommen. Und ich finde den grundlegenden Sinn, warum das eben unbedingt weitergehen müsste, hatte auch bei der Demo da am 29. August, der extra über den Teich gekommene Robert F. Kennedy gut auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, wieder einmal scheint die entscheidende Front gegen den Totalitarismus in der Welt hier in Berlin zu verlaufen. Und diejenigen, die sich jetzt dagegen querstellen, sind vielleicht die letzte Bastion zwischen denen, die so eine digitale Willkürdiktatur wollen, und unseren Kindern. Ich glaube, er hatte recht. Und wie gesagt, wenn das nicht so hätte sein sollen oder wenn die Regierung für was anderes offen gewesen wäre, was sie ja manchmal zu behaupten versucht, dann hätten die stärksten Argumente und Argumentevertreter mit an den Tisch kommen müssen. Und das hätten Bhakti und Wodak und solche Leute sein müssen. Und das hätten auch Leute wie wir sein müssen, die wirklich die Systemalternative vertreten. Weil es geht nicht entscheidend nur darum, wie schlimm ist die Krankheit oder wie schlimm ist die Impfung. Es gibt Argumente, die sind viel grundlegender und die hätten auf alle Fälle ziehen müssen. Freiheit ist am wichtigsten. Es hätte möglich sein müssen, dass Menschen sagen, für mich ist das so. Ich möchte nicht, dass ich in meiner Freiheit eingeschränkt werde. Ich bin dafür bereit, das Nötige zu tun, dass andere nicht zu sehr sich gefährdet fühlen müssen durch mich. Und da gibt es eine Argumentation, die ich als die stärkste betrachte und vertrete. Was ist, wenn Leute sagen würden, ich bin bereit, auf mein Intensivbett im Corona-Falle zu verzichten? Das ist ja schon ein wichtiger Beitrag, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert hätte sein können. Ich bin bereit für natürliche Infektion statt Impfung. Hätte Aufwand nehmen können. Hätte die Leute in ihre eigene Verantwortung gestellt. Vor allem, wenn sie eben gleichzeitig kein Intensivbett haben wollen. Und wenn das alles nicht gereicht hätte und ein Herr Lauterbach hätte dann argumentiert, ja, ihr verringert euren eigenen Aufwand, den ihr verursacht, den verringert ihr ein bisschen. Aber kann ja immer noch sein, dass ihr dann ansteckender seid, als wenn ihr geimpft wärt. Weiß man jetzt, dass das natürlich alles nicht stimmt, aber hätte ja sein können. Und dann indirekt über die anderen, die ihr mehr ansteckt, würden die wieder die Krankenhäuser überfüllen, also müssen wir euch auch impfen, damit die Gefahr wirklich gründlich beseitigt wird. Also das dritte Argument dieser Leute, die ihre Freiheitsrechte behalten wollen, hätte dann sein können, guter Mann, wir sind bereit, uns zurückzuziehen in Verantwortungskommunen, in Freiheitsreservate. Wir sind bereit zu den abgesonderten Lebensformen oder wissenschaftlich begleiteten Lebensexperimenten, wo wir eben das machen, was sowieso alle schon immer hätten machen müssen, nämlich für die Schaffung neuer verantwortlicher Entscheidungsstrukturen, sich in Kommunen zu begeben. Denn wenn man diese Verantwortungskommunen so beschreibt, dass darin wirklich Verantwortungsregie ganz oben steht, dann müssten da verantwortungsreife Menschen sein, die die Steuerruder auch nur noch an andere verantwortungsreife Menschen abgeben. Also das, was die Dampfwalze, die jetzt zerstörerisch über die Welt brettert, stoppen könnte, das, was die Welt Titanic stoppen könnte, das müsste man sowieso ja seit immer schon machen, sich in Gemeinschaften solcher verantwortungsreifen Menschen begeben, die die Steuerruder nur noch
an andere verantwortliche Menschen abgeben und die keine Steuerruder mehr in unverantwortliche Hände geben. Also, wenn solche Leute, die auch in der Corona-Zeit ihre Freiheitsrechte behalten wollen, wenn die gesagt hätten, wir sind dazu bereit, dann ist doch wirklich keiner mehr von uns zu sehr gefährdet. Da hätte auf jeden Fall die Übergriffigkeit des Staates und schon gar eben diese Impfzwang-Perspektive vom Tisch sein müssen. Und das wäre ja auch natürlich auch ganz schnell rausgekommen, hätte der Bundespräsident Bhakti Budak und jemand von uns eingeladen, an so einer offenen Diskussion teilzunehmen, die dann öffentlich geprüft werden kann, die wissenschaftlich geprüft werden kann und so weiter. Ja, hat man nicht gemacht und dadurch ist klar, dass das ein Korruptionssystem ist und eine Korruptionsaktion hinter vielen Korruptionsaktionen. Deshalb ist die Weiterführung dieses Zeltcamps, was ich dann von den Querdenkern übernommen habe, die haben mir dann die Zelte irgendwo hingefahren und ich habe dann weitergemacht. Also erstmal, weil wie voraussehbar, ne, wenn man sagt, die Chaoten, die Party-Spaßvögel und so, auf die kommt es nicht an. Es kommt auf die Verantwortungsbildung an und die Verantwortungsbildungsarbeiter. Da bleiben wenig übrig und wenn es Winter ist, schon sowieso. Und es waren dann im Winter 2020/21, was überwiegend eine Frau, Gela und ich, und wir haben sogar gependelt, mal der eine Woche in Berlin hier, mal die andere mit Zelt, damit der Faden des Zeltcamps nicht abreißt. Jetzt haben wir 2022, also lange wurden die Genehmigungen untersagt, nicht gegeben, wo wir dagegen protestiert haben. Wir haben gesagt, wir machen trotzdem weiter, dann zelten wir halt illegal auch oder zelten in privaten Gärten. Aber wir hören nicht auf. Wir haben auch Strafanzeigen dafür genommen, als gewaltfreie Aktion im Sinne von Gandhi gemacht. Wir sind auch bereit, Strafanzeigen zu bekommen, um vor Gericht gestellt zu werden und zu gucken, dass wir da dann drüber reden können, dass da die Argumente sichtbar gemacht werden können. Hat alles nicht so richtig funktioniert. In diesem Jahr, 2022, im August, gab es mal wieder eine Genehmigung für dieses Camp. Aus meiner Sicht nicht unbedingt, weil der Staat uns jetzt erfolgreich sein lassen möchte, sondern weil sie vielleicht denken, also das reine Abwürgen und keine Genehmigung mehr geben, ist vielleicht doch ein bisschen zu krass oder wirkt zu wenig überzeugend. Ne? Wir wollen ja nichts anbrennen lassen, wo wir es auch anders machen können. Wir machen es geschickter. Wir geben ihnen mal wieder eine Genehmigung und gucken, ob es sich diesmal besser totläuft als 2020. Von alleine, von innen, dass sie sich zerstreiten, dass im Winter gar keine mehr Lust haben aufs Zelten. Da haben wir doch echte Aussichten. Oder dass wir wenigstens, wenn sie noch weitermachen, dann irgendwas zu kritteln finden, um ihnen das Ding abzuwürgen. Und dann stehen wir überzeugender da, als wenn es heißen würde, sie wollten es weitermachen, sie hätten es mit ausreichender Substanz, mit ausreichender Ordnung weitergemacht und ihr habt es abgewürgt. Dann wäre die Willkür viel krasser. Das einzige Problem ist, wir machen weiter. Und wir machen auch so weiter, dass der Sinn, die Substanz und die Ordnung, die Disziplin keine echte Begründung darstellen, es abzuwürgen. Darauf achten wir. Und eigentlich müsste der Staat viel stärker eben dieses Anliegen der korruptionsbefreiten Demokratie selbst als sein Wesensanliegen auch sehen. Er müsste uns unterstützen, statt zu gucken, wo er uns aushebeln kann. Und ich war ja bei der Frage, was waren die Engelsflügel? Ne? Deshalb erkläre ich da jetzt mit den Engelsflügeln dieses wichtigste Camp-Projekt der Welt. Bei dem, was wir im August gemacht haben, das war wieder auf der Wiese neben dem Kanzleramt, die Wiese neben dem Tipi beim Kanzleramt. Da war auch ein Mitorganisator mit dabei, der irgendwann gemeint hat, Leute, unser Camp soll doch jetzt hier wirklich einen besonderen Ansatz darstellen. Wir wollen nicht nur ein Zeltplatz sein, von wo aus wir zu den Einzeldemos und Splitteraktivitäten rennen. Wir wollen doch, dass der Frieden echte tiefe Wurzeln hat, aus uns heraus und in die Gemeinschaft und dann in die ganze Gesellschaft. Wir wollen diesen verwurzelten Frieden. Wir wollen der Frieden sein, der dann Gemeinschaft wird und Gesellschaft wird. Das können wir symbolisieren, indem wir sagen, wir wollen Engel sein. Und Engelsflügel anlegen. Als ein Symbol auch für dieses Camp. Finde ich ein gutes Symbol. Finde ich toll. Der Frieden, der von innen kommt. Die Gela, diese Frau, mit der ich dann Jahre über hier den Faden auch sehr stark gehalten habe. Und seit Frühjahr mein zweiter existenzieller Schenker, der Yannick noch, der da viel jetzt mit
hochgerissen hat, vom Zelt hochhalten. Ja, also die Gela und ich, wir haben auch da in dieser Phase des Zeltcamps versucht, so richtig solide Organisation mitzuhalten und diesen Ansatz auch, betonten auch diesen Ansatz. Die Gela ist jetzt nicht unbedingt die Engel, der Engel-Fan, aber sie drückte das in der letzten Beschreibung jetzt des Zeltcamps so aus, mit einem flotten Spruch: Zum ersten Mal ist das hier die Befreiungsrevolution, wo Verbundenheit befreit. Nicht immer mehr Freiheit, dass jeder in seiner Ecke machen kann, was er will, jeder eben seine Splitterfreiheit bekommt, sondern hier ist die Befreiung durch die Verbundenheit, dass wir uns als Einheit miteinander fühlen, als lebendige Familie, als Menschheitsfamilie, als Lebewesenfamilie, als Lebensfamilie. Und in Wirklichkeit befreit uns nämlich nicht die immer weitergehende Zersplitterung wie in der Gesellschaft, wo sie am Ende, weil sie noch nicht mal mehr Familie schaffen, dann unterm Weihnachtsbaum alleine sitzen und dabei eben kräftig konsumieren. Am besten noch Alkohol dann. Also die Tendenz ist ja klar, diese Zersplitterung der Gesellschaft. Immer weniger Leute schaffen überhaupt auch noch kleinste Gemeinschaften, wie eine Minifamilie, Kernfamilie oder so. Immer mehr zersplittert und zerbröckelt, weil die Leute gar nicht mehr die sehen den Sinn nicht mehr, sich die Disziplin zu erarbeiten, auch die soziale Disziplin, um beziehungsfähig zu werden, um dauerhaft beziehungsfähig zu werden. Da konsumiert man doch lieber anders. Am besten